Domian, das 1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt Testamente. Ich möchte gerne mit euch über Testamente reden. Habt ihr euer Testament schon gemacht? Wie habt ihr es gemacht? Was steht drin in dem Testament? Wart ihr schon einmal in einem Testament berücksichtigt? Wie auch immer. Habt ihr schon mal was geerbt? Erwartet oder unerwartet? Wart ihr schon mal oder seid ihr vielleicht in Erbstreitigkeiten verwickelt? Thema Testamente. Letzter Wille. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Kostenfreie Telefonnummer. Jo, und jetzt geht's los mit dem ersten Anrufer. Und der erste Anrufer heißt Bernd. Ist so, ne? Ja, hallo? Genau. Hallo Bernd, 21 Jahre alt. Ja, genau, so ist es. Zum Thema Testamente. Ja, ja, mir ist vor guten 2 Jahren was passiert. Also ich bin öfter mit meinem Vater nach Australien runtergefahren. Ja, wie schön. Und, das waren von seinen Adoptiveltern Oma und Opa. Mhm. Also das waren seine Oma und Opa, mhm, durch die Adoptiveltern. Und dann sind wir dort runter und dann sagte er, wir machen eine Männertour. Die hatten eine schöne Ranch da unten mit Kängurus, alles was dazugehörte, ja, und ich hatte mich da wirklich richtig wohl gefühlt. Mhm. Und dann blieb es vielleicht gleich da geblieben. Und dann hörte ich auf einmal, dass also der Opa von meinem Vater verstorben war. Es war ja nicht der richtige Opa von meinem Vater. In Australien? In Australien, genau. Ja, aber der wohnte doch auch bei euch dann, oder war der woanders? Nein, nein, die waren in Australien. Ja, aber du warst auch in Australien, als er verstorben war. Nein, wir waren nicht da. Ihr wart schon wieder hier, achso. Genau, wir waren schon wieder, klar. Und dann erfuhr ich auf einmal, dass dort ein Testament hinterlegt worden war. Und zwar nicht gerade in niedrigen Summen. Auch Aktien waren mit im Spiel. Und auch Geldsummen, sehr hohe. Ja. Mein Vater hatte schon immer sehr viel mit Aktien zu tun. Ja. Legte das dann für mich an. Ja, und schwuppsdiwupps stand mein Konto nicht mehr 26.000 Euro Mises, sondern stand dann schon so richtig schön hoch. Ja, Moment. Durch die Aktien des Vaters oder erst durch das Testament und die Erbschaft? Also die Erbschaft waren Aktien. Achso, das heißt also im Klartext, du hast geerbt. Genau. Du standst in dem Testament von dem Opa drin. Genau. Und zwar ging es da um Aktien. Genau. Im Wert von? Guten 2 Millionen Euro. 2 Millionen Euro? Ja. Du hast Aktien geerbt? Im Wert von 2 Millionen Euro. Genau. Das ist ja sensationell. Das war nicht nur sensationell. Der von der Bank rief bei mir an und war am Heulen. Der war fertig. Der war am Heulen. Ja, ich war ein junger Bengel, 18 Jahre alt, ja, wollte ein schönes Auto haben, ja, Kredite aufgenommen, was ich nur machen konnte. Ich war fertig gelernt, gut. Ich habe mir einen schönen BMW gekauft, tiefer gelegt. Und ich hatte immer Probleme, mit Geld umzugehen. Und wo der mein Konto gesehen hat, ich musste ein paar Mal zur Bank, ich hatte die größten Probleme. Er rief immer an, komm bitte hier hin, wir müssen miteinander reden. Dein Konto, wir müssen es dir bald sperren, wenn du so weitermachst. Und ich bin immer weiter ins Miese gerutscht. Und ich habe auch nicht aufgehört, das Geld. Und dann war alles plötzlich ganz anders. Und dann hat es gedreht. So, wir sind 2 Jahre vergangen. Ja. Gibt es diese 2 Millionen Euro noch oder hast du die verprasst? Die gibt es noch. Die gibt es noch. Na, da bin ich beruhigt. Die haben sich, also auf das Erbe kann ich allerdings erst seit 4 Monaten zugreifen. Ach so. Weil meine Oma, also die Oma von meinem Vater, hat noch gelebt. Die Mutter von deinem Vater. Nee, die Oma von deinem Vater. Genau. Ja, die hat noch gelebt. Und solange sie noch lebte, gehörte natürlich alles ihr. Ja. So, sie ist aber vor 6 Monaten verstorben. Ja. Ach, das war ein seltsames Testament. Das heißt, es ging damals erstmal. Du warst berücksichtigt, genau, aber erst im Falle des Todes von der Frau? Genau. Ja, ich verstehe. So, was machst du jetzt mit so viel Geld? Ja, also ich war früher immer so,
fixiert, so dass ich wirklich auswandern wollte. Ich wollte immer nach Australien, ich wollte darunter. Mhm. Und ich meine, die Farm gehört mir, dann werde ich auch darunter gehen. Habe ich mir fest vorgenommen, hier in Deutschland will ich bauen, mir ein schönes Häuschen. Ja. Ich bin mit meiner Freundin zusammen, seitdem ich 16 bin. Ich habe mich mit ihr verlobt, wir wollen jetzt bald heiraten. Also doch nicht nach Australien gehen? Doch, wir gehen nach Australien. Aber du wirst hier bauen? Ich habe meinen Job, ganz ehrlich, hingeschmissen. Was hast du gemacht? Ich war Groß- und Außenhandelskaufmann. Ja. Also das heißt, ein Häuschen in Deutschland bauen? Genau. Und aber auch in Australien auf der Farm leben? Genau. Das heißt, auf so zweigleisig, mehr oder weniger. Ja. Die Hälfte des Jahres da und vielleicht die Hälfte so, oder wie auch immer, genau, aufgeteilt. Das Geld wird sich auch in nächster Zeit verdoppeln, nach Meinung meines Finanzberaters. Ja. Also ich habe das natürlich, ich selber werde es nicht tun. Ich habe, ich bin ein Mensch, der gibt sein Geld sehr schnell und sehr gerne aus. Und ich selber will mir das nicht anvertrauen. Ich habe es aber in sichere Hände gegeben. Wer hat es denn? Also mein Vater kümmert sich drum. Ah, ja. Das heißt, du misstraust dir selbst so sehr, genau, dass du sagst, wenn ich jetzt an dieses viele Geld, an 2 Millionen Euro, das ist ja eine Irrsumme. Ja. Wenn ich da selbst rankomme, wer weiß, in 2-3 Jahren ist es wirklich durch den Kamin geblasen. Genau. Und jetzt ist es wirklich... Aber so ein bisschen, lass mich mal fragen, so ein bisschen ran kannst du schon. Ja, sicherlich, ja, klar. Mhm. Also ran kann ich schon. Allerdings ist es wirklich so gut angelegt, was ich gehört habe, was sich das im Jahr verdoppelt, wenn ich es drauf lasse, da will ich gar nicht dran gehen. Was ja interessant ist ja hieran, dass du dich hast jetzt 2 Jahre fast dran gewöhnen können, an den Gedanken, ich bin irgendwie steinreich, aber du konntest noch gar nicht agieren mit dem Geld. Ich wollte auch noch gar nicht agieren. Und jetzt durch den... Ich wollte es auch noch gar nicht wissen. Es sollte in meinen Kopf einfach noch nicht rein. Ja. Kommst du denn, deine Familie, aus der du kommst, hier in Deutschland, deine Eltern, und genau, sind die auch reich oder eher normal? Nein, meine Eltern waren immer sehr wohlhabend. Ach so. Also, das heißt, es katapultiert dich jetzt nicht so von 0 auf 100. Du kennst so ein bisschen dieses Milieu und die Szenerie. Ja, genau. Es war schon immer so, dass meine Eltern nicht wenig Geld hatten. Ja. Also, das soll sich jetzt nicht braulich anhören, es ist einfach nur so. Ja, wenn es so ist, ist es halt so. Genau. Ja. Und ich war aber selber immer, ganz ehrlich, ein Schnotten. Ich bin auf Hauptschule gegangen, ich habe mir wirklich mein Leben runter... Weißt du, ich war immer ein Schnotten? Ja. Kenne ich gar nicht, den Ausdruck. Ja, okay, dann ist er neu. Ist das ein noch deutscher Ausdruck? Ja, das ist ein deutscher Ausdruck. Ein deutscher ist mir klar, noch deutscher? Noch deutscher, ja. Ja, aha. Also, aber ich habe wirklich versucht, wenn ich was mies machen konnte, dann habe ich es auch hingekriegt. Ich habe es immer wieder, und meine Eltern waren irgendwann fertig, und dann haben die auch gesagt, Marcel, du kannst ausziehen. Ja. Und und dann so ein Glückspilz zu werden, ist ja wirklich wahnsinnig. Wissen das eigentlich so deine Freunde? Erzählst du das freimütig oder hältst du es doch eher so unterm Teppich? Ja, nee, ich hatte ja, man muss das jetzt erstmal so sagen, ich hatte hier einen guten Freund mitwohnen, bei mir zu Hause, wo ich gewohnt habe, ja? Der hieß Marcel. Ja? Ja, das war ein guter Freund von mir, der ist zu Hause rausgeflogen. Ja? Und ich bin so dermaßen aus der Linie gegangen, meine Eltern haben mir alles erlaubt, die haben mir frei Bahn gelassen ohne Ende. Und mein Freund hat hier gewohnt, der hat halt sehr viel Stress mit seinen Eltern gehabt. Und gut, die Frage war, erzählst du das oder hältst du es geheim? Es weiß halt nur mein bester Freund. Mein bester Freund war es. Genau. Und die Freundin? Die Freundin natürlich auch. Und die Freundin, ja. Also die war, glaube ich, an dem Tag der glücklichste Mensch auf dieser Welt, weil sie, glaube ich, den schönsten Verlobungsring gekriegt hat, den man sich vorstellen kann. Also. Wie viel hast du ausgegeben für den Verlobungsring? 3.400 Euro. 3.400 Euro, naja. Gut, bei dem Vermögen ist das dann auch okay. Ja. Ja? So, jetzt ist dein Plan, den Job hast du einen Nagel gehängt. Verständlicherweise würden wahrscheinlich die meisten Leute machen. Ja. Kannst du denn, soll die Farm in Australien weiter bewirtschaftet werden? Kannst du das überhaupt? Das werde ich nicht übernehmen. Achso, da ist dann ein Verwalter, der das macht. Und du? Ich werde dort, es gibt sehr viele australische Landwirte, die heute einen Job suchen, habe ich gehört. Achso, die beschäftigst du dann und du legst die Beine hoch und guckst dir die Kängurus an und genau, so. Und lass es hier gut gehen. So werde ich es tun. Ja, es sei dir gegönnt, Bernd. Ne? Also das war ein Testament, obgleich es natürlich sehr traurig war, dass dein Großvater verstorben ist, aber wiederum verknüpft dann mit einer spektakuläre Nachricht, würde ich sagen. Aber es gibt doch einen Nachteil bei der ganzen Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, dass sich meine Geschwister sehr von mir abgelebt haben. Es ist wirklich. Bist du denn der einzige Erbe? Ich bin der einzige Erbe. Ach so. Und das belastet mich. Es macht mich wirklich teilweise fertig. Das heißt, die sind neidisch und ein bisschen eifersüchtig? Ja, ich
Ich hab ihnen angeboten, ob wir es teilen wollen. Sie wollen es nicht. Sie machen stur. Sie stellen den Kopf nach gerade nach vorne. Also warst du der Lieblingsenkel? Ja, sozusagen. Mhm. Es war schwierig für mich. Ich war auch eine ganze Zeit wirklich, ich war fertig. Wie viele Geschwister gibt's noch? Zwei Stück noch. Wie alt sind die? Also ich habe noch eine kleine Schwester, die ist 15. Mhm. Und dann habe ich noch eine große, die ist jetzt 26. Mhm. Du hast es angeboten, es zu teilen. Das ist ja ein großzügiges Angebot. Ja. Aber die wollen es nicht. Sie wollen es nicht. Auch die 15-Jährige nicht. Nein, ich denke mal, es kam einfach alles sehr prollig rüber. Ich habe das Geld bekommen und das Erste, was ich getan habe, war, ich habe mir einen Porsche gekauft. Mhm. Ja, okay, aber ist doch normal, würden wahrscheinlich viele Leute machen. Ja, nur... Du kannst ja mal die Zeit verstreichen lassen. Ich meine, zu teilen oder etwas abzugeben, ist es ja nie zu spät. Ja, genau. Ne? Und wenn du dadurch vielleicht wieder einen Frieden in die Familie reinbekommst, und wenn die 15-Jährige vielleicht ein bisschen älter ist und auch vielleicht anders denkt, dann kannst du da ja vielleicht doch die Wogen nochmal glätten. Vor allen Dingen, wenn sich das jetzt auch noch so vermehrt, das Vermögen, dann ist es ja wirklich eine Kleinigkeit, auch ein bisschen abzugeben. Klar, und ich bin auch so weit gegangen, ich hatte halt einen guten Kumpel und dem ging es finanziell noch dreckiger. Dem habe ich auch sehr aus der Klemme geholfen. Das war mein größtes Anliegen eigentlich in dem Moment. Meine Geschwister haben es nicht angenommen. Da habe ich gesagt, gut, wenn meine Geschwister es nicht annehmen, Marcel, dann gebe ich es dir. Dann hat der das wahrscheinlich nötiger gehabt als seine Geschwister. Genau, der hat sowieso nie Familienleben und dem wollte ich damit helfen und der hat es getan. Der hat sich eine Eigentumswohnung gekauft. Ja. Ich meine, ich habe ihm jetzt nicht das komplette Geld gegeben, aber er hat... Den Startschuss dafür. Nein, so verrückt bin ich nur noch nicht. Nein, ich habe ihm einen Teil gegeben. Mhm. Das meine ich damit. Ne? Mhm. Weil er war halt einfach immer mein bester Freund. Er war wie ein Bruder für mich. So, Bernd. Jetzt wünsche ich dir ein gutes Händchen für das viele Geld. Geld und Besitz bringen auch immer Probleme mit sich und manchmal auch Sorgen und Kummer, auf dass dir das erspart bleibt. Und gute Zeit in Australien. Alles Gute. Ja, Domian, darf ich noch ganz kurz und schnell jemanden grüßen? Ja, bitte. Ich grüße meine Freundin Katrin und ich liebe sie über alles und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Okay, ciao. Richard, 67 Jahre alt, guten Morgen. Auch zum Thema Testamente. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, Richard, du hast zu dem Thema auch angerufen. Warum? Ja, ich habe ein großes Problem. Ich habe zwei Kinder. Mhm. Meine eine Tochter, Michaela, die ist 26. Mhm. Meine zweite Tochter ist 24, die Claudia. Mhm. Und ich habe zweieinhalb Jahre gekämpft. Was tue ich oder was tue ich nicht? Jetzt habe ich mich durchgerungen, habe Folgendes gemacht. Ich habe mein Grundstück und mein Haus Verschenkungsurkunde meiner Tochter Michaela übertragen. Ich habe nur noch das Nießbrauch für das Grundstück. Mhm. Ich habe mein Bargeld, 25.000 Euro, auf ein Abrufkonto auf den Namen meiner Tochter eingerichtet, damit die Zinsen meiner Enkeltochter zufließen können. Mhm. Und ich habe ein Testament gemacht. Ja, da blieben ja nur noch die Einrichtungsgegenstände hier im Hause übrig. Ja. Werde von 5.000 Euro. Und da habe meine Tochter Michaela zum Alleinerben eingesetzt. Und warum bekommt die andere Tochter nichts? Weil sie sich mir gegenüber ihr Leben lang schlimm benommen hat. Mhm. Was heißt schlimm benommen? Ich will ein Beispiel sagen. Sie sind beide Krankenschwestern im AK Wandsbek hier in Hamburg. Mhm. Meine ältere Tochter, so wie sie nach der Dienstzeit oder während der Dienstzeit, ich hatte eine sehr schwere Unterleibsoperation, guckte vorbei. Meine jüngere Tochter habe ich nie gesehen. Ich habe mich noch nicht mal angerufen, obwohl ich ein Telefon am Bett stehen hatte. Ging das denn so das ganze Leben so, dass die eine sich mehr um dich gekümmert hat und freundlicher war und die andere weniger? Das ging eigentlich schon in der Schulzeit los, richtig. Mhm. Nach der Trennung von meiner Frau, die hatte ich zur Kur geschickt. Mhm. Ja, und die war nicht alleine wiedergekommen, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Und da habe ich mich dann scheiden lassen und ich hatte gerade das Haus gekauft. Und die Mädels, wo sind die aufgewachsen? Die sind bei ihrer Mutter ganz normal aufgewachsen. Beide, ja. Und ich hatte Besuchsrecht wie alle anderen Väter auch. Und die Tochter, mit der du nicht so gut kannst, ist die mehr so ein Mamakind geworden? Ja, das ist ja das Schöne. Mit der hat sie sich auch zerstritten. Ach so. Sag mal, wie viel Wert hat das Haus, dass du jetzt... Ich habe das
vor 2 Jahren schätzen lassen, einen Schätzpreis von 450.000 D-Mark damals. Ja, stolze Summe. Habe ich auch lange für gearbeitet. Das glaube ich. Weiß die eine Tochter, die nichts bekommt, weiß die Claudia. Davon? Claudia, ich habe den Namen, die andere heißt Michaela, ne? Ja. Also die nichts bekommt, die Claudia, weiß die das schon? Nein. Aber die andere, die Michaela, die alles bekommt, die weiß das schon. Ja klar, du hast es ja geschenkt. Ja, in Gegenwart des Notars unterschreiben. Genau. Welchen Kontakt haben die beiden denn miteinander? Wir haben einen sehr guten Kontakt, weil Michaela, die Patentante von Claudias Tochter ist. Aber das bringt ja dann die Erbin, sage ich jetzt mal, auch in einen Konflikt, dass sie ihre eigene Schwester das gar nicht erzählen kann. Es hat auch 2 Jahre gedauert, ehe ich meine Tochter Michaela davon überzeugt habe, diese Schenkung anzunehmen. Ach so, die wollte gar nicht. Nein, die hatte natürlich ein schlechtes Gewissen. Hat sie wahrscheinlich immer noch, oder? Ja, das weiß ich nicht. Davon bin ich heute nicht mehr überzeugt. Ja, aber sie spricht eben auch nichts. Sie hat das hier in der Nachbarschaft erlebt. Da waren auch Bruder und Schwester. Und der Junge hat alles für seine Mutter, der Mann war schon verstorben, getan, Dach neu gedeckt, Garten gepflegt, was war da, Haus gemahlen. Und als seine Mutter verstarb, hat seine Schwester die Hand aufgehalten und das Haus wurde praktisch verschleudert. So, jetzt hast du das Haus verschenkt. Ich vermute mal, du hast es verschenkt, warum, ja, sagst du selbst, warum hast du es ihr jetzt schon geschenkt? Du hättest ja auch sagen können, ich mache ein Testament und danach kriegt sie es dann. Nein, dann wäre der Pflichtteil höher gewesen. Dann wäre der Pflichtteil höher gewesen? Ja. Ah ja, also du hast dich gut informiert. Ja, das habe ich. Also so ist alles optimal in deinem Sinne jetzt geregelt. Ja. Du kannst in dem Haus wohnen bleiben. Ja, ich habe das sogenannte Nießbrauch, nennt sich das. Wie nennt sich das genau? Miesbrauch? Ja. Ah ja. Also so. Juristendeutsch, ich habe das Wort nicht erfunden. Ja, ist so Wohnrecht, ne? Nutzungsrecht. Genau, dass man das nutzen kann, solange man lebt. Richtig, ich habe zwar für alle Kosten aufzukommen, aber ich kann hier wohnen. Ja. Und sie ist auch im Grundbuch schon eingetragen. Ja. Bist du mit dir innerlich so ganz im Reinen oder denkst du manchmal... Deswegen habe ich ja angerufen. Ah. Also nicht so ganz im Reinen. Ich war der Meinung, ich hätte jetzt alles erledigt und ich würde jetzt ruhiger werden und das abschütteln. Und seltsamerweise durch ein Gespräch mit einem Freund habe ich irgendwie, weiß ich nicht. Doch vielleicht so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass du das andere Mädel... Schlechtes Gewissen ist der richtige Ausdruck. Dass du das andere Mädel nicht berücksichtigt hast. Ja. Obwohl jeder Freund, Bekannte, mit denen ich darüber gesprochen habe, alle gesagt haben, Brigitte, das hast du richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, dass ein Mensch, den du Weihnachten zuletzt gesehen hast, also wie Claudia, habe ich Weihnachten beim Abendessen bei Michaela das letzte Mal gesehen, seitdem nicht einmal angerufen hat. Also du bist sehr enttäuscht. Schweige, der vorbeigekommen ist, sie arbeitet 10 Minuten von mir entfernt. Ja, also ich könnte mal eben kurz reingucken. Ja. Wäre kein Ding. Richtig. Tut ja schon sehr weh, ne? Das tut weh, ja. Und wenn das schon so lange so geht? Immer ja, schon so ich geht? Ich hab zuerst, weißt du, in der Jugendzeit habe ich gedacht, oh, das sind Kinderlügen und... Aber interessant ist ja, Richard... dass doch jetzt sowas wie ein schlechtes Gewissen in dir hochkommt. Versuch mir das mal noch ein bisschen näher zu erklären. Eigentlich bist du in deiner Meinung klar, das Mädel kümmert sich nicht um mich. Sie ist nicht nah an mir dran, aber trotzdem kommt ein schlechtes Gewissen. Erklär mal, versuch mal. Ja. Wie gesagt, mein Bargeld, das hatte ich schon deiner Redaktion gesagt, 25.000 Euro, habe ich auf ein Abrufkonto gelegt, meine Tochter Michaela, auf den Namen meiner Tochter Michaela, mit dem Sinn, dass das Zinsguthaben bis zum 18. Lebensjahr, die Hürde ist gerade 3 Jahre alt. Habe ich alles verstanden. Die Frage war, woher kommt das schlechte Gewissen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hast du das Gefühl, so in den letzten Wochen oder Monaten wird das stärker? Ja. Wann hast du das alles geregelt?
vor gut 8 Wochen. Ach so, so frisch ist das noch? Ja. So frisch. Also jetzt so ganz rein theoretisch, könnte man das nochmal rückgängig machen? Gibt es da eine juristische, hast du da noch so ein Seitentürchen offen gelassen? Nein. Nein, das ist jetzt eigentlich... Nein, das ist jetzt endgültig. Das ist endgültig. Das war ja auch nicht ganz ohne Kosten. Diese ganze Sache hat mich ja auch noch 1000 Euro gekostet. Wie lange bist du damit mit schwanger gegangen, mit der Idee, das so zu regeln? 3 Jahre. 3 Jahre. Seitdem ich die OP im Krankenhaus hatte. Es kann natürlich jetzt auch sein, wo nun Nägel mit Köpfen gemacht worden sind, dass dir dadurch jetzt so ein bisschen mulmig ist, weil du nicht mehr zurück kannst. Ich weiß es nicht. Zuerst hatte ich richtig, fühlte ich mich befreit, nach dem Motto, so, das hast du nun auch noch hingekriegt. Und nach dem Motto, denn, wenn sie nicht will, dann soll sie sich am Arsch lecken. Entschuldige den Ausdruck, aber... Ja. So. Aber ich könnte mir vorstellen, dass solche Gedanken jetzt auch in dir hin und her sich bewegen. Ich kann gar nicht so richtig im Frieden irgendwann gehen. Da ist das eine Mädchen bleibt zurück, die immer auf mich, auch wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, Zorn auf mich haben wird. Kann das sein? Ich frage dich so. Domian, es gibt 10 Gebote, wie du weißt. Und eines davon, das 4. Davon hat sie scheinbar noch nie was gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das 4. Gebot. Sag es uns allen. Bitte? Sag es uns allen. Du sollst Vater, Mutter, Ehren. Du redest jetzt immer von der Tochter. Und versuchst die Begründung nachträglich so hinzukriegen. Naja, du mir. Das ist wie ein Eimer voll, wenn du da immer Tropfen für Tropfen, Tropfen und Tropfen und Tropfen und Tropfen. Ich könnte dir so viele Details erzählen. Das heißt, irgendwann war die Zeit gar nicht zu. Nee, irgendwann war bei dir das Gefühl, jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Jetzt war der Eimer voll und war am Überlaufen. Also, das ist natürlich... Sie fanden immer meine Adresse, sei es, wenn sie bei der Telekom mit 1000 Euro mit ihren Handy in Verzug waren. Also sie hatte Mietrückstände. Dann fanden sie mich. Also sie hat dich im Prinzip immer ausgenutzt. Richtig, das ist das richtige Wort. Also wenn das alles das so, hat, so sogar, ist... Sogar mitunter, wenn meine Tochter vorbeikommt, die holt wirklich für mich ein, weil es mir gesundheitlich nicht so gut geht. Und dann bringt sie mitunter Freunde, die ich auch von früher noch kenne, mit. Die sagen alle, Claudia hat sich so verändert. Du bist so richtig enttäuscht von dem Mädchen. Ja. Ne? Ja. Insofern glaube ich, Herr Richard, auch wenn das, wenn jetzt auch ein schlechtes Gewissen sich etwas aufbäumt, ist es eigentlich doch nachvollziehbar und insofern vielleicht auch dann doch die richtige Entscheidung, die du getroffen hast. Ich will dir nur mal ein kleines Beispiel geben. Ich mache einen anderen Vorschlag. Ich glaube, dass das Problem liegt jetzt darin, auch mit dieser Entscheidung klarzukommen, die du gefällt hast und die auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ich würde sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt ein paar Worte redest, die das Gespräch mitgehört hat, um dich auch so ein bisschen zu spiegeln und dir vielleicht ein bisschen Hilfestellung zu leisten, damit klarzukommen mit der Entscheidung. Das würde ich gerne vorschlagen, Richard. Das Prozedere ist so, dass du auflegst und wir dich gleich wieder anrufen. Ja, ist gut, Domi. Ja? Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. Tschüss, Richard. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Testamente und ich möchte gerne mit euch über Testamente reden, ob ihr euer Testament schon gemacht habt, welche Probleme es da damit gab, so wie wir es gerade von Richard gehört haben, oder ob ihr schon mal geerbt habt, in einem Testament berücksichtigt seid oder ob es vielleicht irgendwelche großen Probleme gab aufgrund eines Testamentes, dass sich Leute, vielleicht Geschwister oder nahe Familienangehörige zerrüttet haben. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051. Wenn ihr noch Näheres über unsere Themen wissen möchtet, dann klickt ganz einfach mal domian.de an. Da könnt ihr eine ganze Menge lesen. Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis, diese Woche Donnerstag gibt es keine Sendung, keine frühere Sendung, weil der Feiertag ist. Also diese Woche Donnerstag fällt die Sendung aus. Petra, 55 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Jürgen. Ja, hallo Petra.
dem Vorgänger mal was zu sagen. Ja. Also sein Testament, wenn er es alleine gemacht hat mit dem Notar, kann er jederzeit rückgängig machen. Kann auch jederzeit ändern. Auch wenn er schon das verschenkt hat, das Haus? Auch. Anders ist es, wenn zwei Personen zusammen ein Testament gemacht haben. Ah. Dann geht das nicht mehr zu ändern. Also sei es zum Beispiel, wenn jetzt ein Ehepaar ein Testament macht und beide auf ein Blatt Papier, ich vermache dem und du vermachst dem zum Beispiel, dann und der eine stirbt, dann kannst du an dem anderen nichts mehr dran ändern. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das geht nicht mehr. Aber solange beide noch leben, könnten sie dann auch noch ändern. Dann könnten sie auch noch ändern. Du bist eine Fachfrau, oder? Nee, Fachfrau nicht, aber ich habe jetzt inzwischen mich da so etwas reinarbeiten müssen. Ja. Müssen. Also, weil ich von einem Onkel Geld geerbt habe. Ja. Viel? Ja, also nicht so viel wie der junge Mann aus Australien, aber zumindest bin ich bei der Summe 2,5 Millionen D-Mark. Hui. Nicht Euro. Ja, immerhin. Ich dachte jetzt, da kommen 25.000 Mark oder sowas raus, aber 2,5 Millionen D-Mark, sprich 1,2 und so Millionen Euro, ist ja auch noch eine Stange Geld, wo eine alte Frau lange verstricken muss. Ja, richtig. Und das 3 Wochen bevor der Mann gestorben ist, hat er das Testament gemacht. 3 Wochen vorher. Ja. Wäre das Testament nicht gemacht worden, hätte ich gar nichts bekommen. Wie war denn dein Verhältnis zu dem? Ein Onkel, sagst du, war das? Ja, ist ein Onkel. Mhm. War sehr gut. Gut. Das Verhältnis war sehr gut, aber er hat mit 79 Jahren das erste Mal seine Sekretärin von früher geheiratet. Das erste Mal. Das erste Mal geheiratet überhaupt? Überhaupt. Und dann war es die Sekretärin von früher? Ganz genau. Wie, und die hat nichts geerbt? Doch, und die wollte alles haben. Ach so. Und dann kriegte ich Bescheid von dem Notar. Mhm. Dann hieß es, sie haben geerbt, so pipapo, wie man da das Testament kriegt. Und dann auf dem. Lass mich mal eben fragen, wie geht sowas? Da ruft ein Notar an und sagt, sie haben geerbt, oder sagt er gleich, sie haben so und so viel geerbt? Nee, der Notar schreibt an. Der schreibt an, und da muss man da hingehen. Ja, der Notar schreibt an und dann kriegt man, man braucht nicht hinzugehen. Man kriegt also einen schriftlichen Bescheid und dann ist es so, dass man auch das Testament dazu gelegt kriegt. Ach so. Also ich stand jetzt zum Beispiel mit dem Namen und der Adresse und allem in dem Testament. Und jetzt kriegte ich von dem Notar Bescheid, dass ich also von dem und dem geerbt habe und die Summe. Ja. So. Dann, du fielst aus allen Wolken. Ich fiel aus allen Wolken. Ich wusste zwar, dass der Mann nicht ganz arm war, aber diese Summe, der hatte insgesamt 6 Millionen vererbt. Woher hat er das Geld, wie hat er das Geld beschafft? Wie hat er das verdient? Sehr gut. Wie hat er das verdient? Er war in einem großen Unternehmen Mitinhaber und Direktor. Ach so, na gut, dann konnte man ja schon davon ausgehen, dass er schon Kohle hat. Ja, das ist richtig. Aber sie, die hatten ja keine Kinder, schlechthin dann, wenn die so in dem Alter waren. Ja. So, und sie hatte aber ihre ganze Familie im Osten und wollte natürlich, dass ihre Familie das ganze Geld kriegt. Aha, das heißt, das wurde angefochten, das Testament, wie man das so sagt, und es gab Gerichtsverhandlungen und großes Theater. Es wurde, ging alles, sagen wir mal, es wurde alles über die Bank gemacht und ihr Pech war, dass mein Ex-Freund Rechtsanwalt ist. Aha, da warst du natürlich in guten Händen. Da war ich in guten Händen und dass der gesagt hat, da musst du gegen angehen, anders ist es gar nicht möglich. Und dann noch eine Frau mit 85, die hat dann die Kopie des Testaments, also was zu mir kam, da hat sie ihren Part unten wegkopiert. Ach so. Und das konnte man nachweisen hinterher. Und das konnte man durch das Original nachweisen. Um das mal zeitlich einzuordnen, wann hast du diese Benachrichtigung bekommen? Wie lange ist das her? Das ist 3 Jahre her. 3 Jahre. Wie lange hat sich dann der Streit hingezogen? Ein Jahr. Heute hast du das Geld natürlich dann in, besitzt du das Geld? Heute besitze ich das. Ja, was hast du mit dem Geld gemacht, mit dem vielen Geld? Also ich habe das Geld erstmal gut angelegt. Wie hast du es angelegt? Was heißt gut anlegen? Das ist eine große Schwierigkeit, glaube ich, ne? So viel Geld gut anlegen. Nee, man kann wunderbar Firmenanleihen kaufen. Ach so.
Firmenanleihen ist im Grunde genommen das Beste, was man machen kann. Mhm. Erstens mal, man verliert nichts und zweitens mal, man... Nur wenn die Firmen pleite gehen, steht man dumm da. Ja, das, da hast du vollkommen recht. Da musst du natürlich streuen. Mhm. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich gebe einer Firma zum Beispiel 100.000 Mark. Aber die Firmen sind alle mit einem Kodex ausgezeichnet. Das heißt also, wenn du jetzt, wenn eine Firma mit 3.3 A's ausgezeichnet ist, dann ist die Firma sehr, sehr, sehr solvent. Da hast du dich auch sehr kundig gemacht, höre ich schon. Richtig. Ja. Genau ist, so. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Telekom nimmst, die wird ja nie pleite gehen. Ja. So. Wer weiß, wer weiß. Sie? So wie das bei denen aussieht, wer weiß, wer weiß. Ja, ja, gut. Aber wenn du dann verschiedene Anleihen nimmst oder deine Bands... Ich verstehe schon, ja, ja. Die Streuung macht's halt wirklich dann auch. Nur. Wie ist das denn? Du hast du dieses doch auch beträchtliche Vermögen von 2,5 Millionen D-Mark dann so angelegt. Wenn du das erzählen magst, mich interessiert es einfach, weil ich das noch nie von jemandem erfahren habe. Ja. Wie viel kommt da so im Monat, kann man das sagen, wieder rüber an Gewinn, kann man das sagen? Ja, kann man eigentlich mehr oder weniger, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil, wie soll ich sagen, also weil nicht alles in deutschen Firmen ist, sondern auch in amerikanischen. Ja. Also du kriegst meistens, du kriegst am Ende des Jahres jetzt zum Beispiel eine Summe und du kriegst aber auch monatlich eine Summe. Sag mal, eine monatliche Summe, die du dann so gut abkassieren kannst. Ungefähr circa 5.000 bis 6.000 Euro. Das ist natürlich toll, ne? Wenn man das so einfach gekriegt und... Ja, aber die musst du teilweise ja auch noch versteuern. Ah ja. Ne? Denn du hast, ich habe also teilweise auch in Amerika angelegt, die du nicht versteuern musst. Ja, ja. So, die kriegst du als Europäer natürlich so, aber den Rest des Geldes musst du natürlich versteuern. Petra, dieses Testament, dieser letzte Wille von dem Onkel, hat der dein Leben sehr verändert? Ja. Ja, und zwar insofern, dass ich mir jetzt, sagen wir mal, finanziell keine Sorgen mehr machen muss. Hast du vorher gearbeitet? Ja. Arbeitest du immer noch? Nein. Nein. Was hast du gearbeitet? Nee, ich habe im internationalen Management gearbeitet. Also, und hast gesagt, jetzt, ich brauche es nicht mehr, ich genieße mein Leben. Richtig, und ist ja so, wenn ich jetzt 20 gewesen wäre, und dann hätte ich wahrscheinlich weitergearbeitet. Mhm. So, weil das Leben wäre mir zu langweilig. Aber wenn du mit 55 in die oder 52 in die Situation kommst, dann sagst du dir, so, du hast dein Leben lang gearbeitet, natürlich. Deine Rente kriegst du sowieso. Klar. Von meinen Eltern erbe ich auch noch mal ein ganz gutes Vermögen. Also stehst gut da. Wie genießt du dein Leben? Ich reise gerne. Mhm. Und versuche jedes Jahr so ein, zwei Fernreisen zu machen. Ja. So, die mache ich, fahre nächste Woche, fliege ich nach Kapstadt. Aha. Und nach Mauritius. Super, super. Und das ist auch eine ganz schöne Sache. Aber ich muss dazu sagen, ich mache auch Soziales. Also. Das heißt, du steckst nicht nur für dich ein, sondern du gibst auch was zurück. Ganz genau. Was machst du Soziales? Genau. Also ich habe mir zum Beispiel aus Afghanistan Patenkinder genommen. Ja. Ich habe mir aus Afrika Patenkinder genommen. Ja. Und die ich also mit Adresse, mit Namen, mit allem hier habe. Das sind also Kinder im Alter von, sagen wir mal, 3 Jahren bis 8. Patenkinder heißt, dass du die Kinder finanziell unterstützt? Jeden Monat, ja. Jeden Monat. Wir kriegen jeden Monat eine Summe von 40 Euro. Und das ist für die eine ganze Menge Geld? Für die ist das eine tierische Summe Geld. Für dich ist es gar nichts, aber für die ist es das Leben unter Umständen, ne? Absolut. Ja. Mhm. Absolut. Machst du das so, jetzt ganz ehrlich gesagt, einfach nur so ein bisschen, um dein Gewissen zu beruhigen? Oder ist das wirklich dir auch ein Anliegen? Nee, das ist eigentlich das, was ich immer gesagt habe. Wenn ich mal zu Geld komme oder wenn ich mal von meinen Eltern Geld erbe, dann will ich das nicht nur für mich selber, sondern ich will die anderen auch daran teilhaben lassen. Ich glaube, das muss man auch tun. Ich glaube, das ist auch eine Pflicht, wenn man reich ist, dass man auch andere profitieren lassen sollte. Ja, absolut. Mhm. Es gibt also zu viele arme Menschen, die hungern. Mhm. Und wenn man das im Fernsehen sieht, auch jetzt mit zum Beispiel Afghanistan, da war ja der Herr Blüm auch mal. Ja. Und wenn man das sich angesehen hat, wie die kleinen Würmchen da stehen und nur eine Handvoll Reis oder was weiß ich. Ja, und das Verrückte ist ja, dass man wirklich mit sehr wenig Geld nach unserem Empfinden ganz Großes bewirken kann dort. Ne? Absolut.
man kann dem Menschen wirklich eine totale Schulausbildung, mhm. eine Ausbildung fürs Leben geben. Und das ist eine Sache, wo ich einfach sage, ich kann ja nur nicht Unmengen tun, aber ich kann zumindest so viel tun, dass ich ein paar Menschen so weit glücklich mache, dass die ihr eigenes Leben leben können. Das ist eine gute Einstellung. Dann wünsche ich, dass du weiterhin dein Leben genießen kannst, das sei dir ja nur wirklich auch gegönnt, und dass du weiter aber parallel auch diese sozialen Dinge tun kannst und noch sehr lange wirst tun können und vielen Leuten dadurch Hilfe leisten kannst. Ja, genau. Und da bin ich der Meinung, sollte sich der junge Mann von Australien auch mal ein paar Gedanken machen. Ja, ne? Das stimmt schon, ja. Denn der ist ja noch jung genug und der könnte da in dieser Richtung auch viel tun. Und für Tierheime zum Beispiel tue ich auch noch einiges. Denn da gibt es ja viele, die voll sind und mit Tieren. Und die Tierheime, die Tiere aufnehmen und die großpäppeln, die haben alle nicht genug Geld und kratzen am Existenzminimum. Also. Da bin ich der Meinung, dass man da auch an die armen Tiere da auch mal denken sollte. Liebe Petra, ich wünsche alles Gute und gute Reise und erhol dich schön in Kapstadt und auf Mauritius. Danke dir. Und ich bin ein treuer Fan von deiner Sendung. Das freut mich sehr. Ja, ich gucke fast jeden Abend, wenn es eben möglich ist. Wenn du im Lande bist, ne? Ja, wenn du im Lande bist. Genau. Viel Erfolg noch. Dankeschön, alles Gute, Petra. Tschüss. Danke, tschüss. Dirk, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten. Hallo, Dirk. Zum Thema Testamente, ja. Ich höre dich jetzt gerade nicht so genau. Ja, ich bin aber da und ich höre dich gut. Du hast. Es geht einfach darum, ich habe mal einen Titel geerbt. Du hast einen Titel geerbt? Ja, so vor 3 Jahren. Was heißt das? Und hab da. Oh, das ist eine schlechte Leitung. Ich höre es schon wieder. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Was heißt Titel geerbt? Ich habe einen. Jetzt möchte ich nicht direkt sagen, welchen genau ich da geerbt habe. Nee, ihr Lieben, das geht nicht. Da müssen wir nochmal neu anwählen, den Dirk. Da haben wir ständig Störungen. Dirk, klick mal auf, wir wählen dich nochmal neu an und versuchen es gleich nochmal, okay? Giancarlo ist hier, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schöner Name. Ja, danke schön. Ist das ein richtiger Name? Bitte? Ist das ein richtiger Name? Ja, das ist mein richtiger Name. Sehr schön. Ja, zum Thema Testamente. Du auch. Genau. Und zwar, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Verständlicherweise, aber macht nichts. Okay. Leg mal los. Also ich sollte auf was erben von meinem Opa damals. Ja. Und das war eine elektronische Orgel und halt so ein kleiner Kram, so halt, was halt so interessiert hat damals. Ja. Ja, und dann ist er halt dahin geschieden. Mhm. Ja, und wann war das? Oh, das ist endlich lange her. Das war, ich glaube, 87 war das. Ach so, das ist sehr lange her. Ja, da warst du ja noch ein kleiner Bengel. Ja, aber, ne, wie es halt kommt. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall ist er da hingeschieden. Und dann fing es auch schon ein bisschen an, so mit den, ja, wie soll ich sagen, Erbschleichern etc. und so. Mhm. Und und dann hat meine Oma halt so beschlossen, so sie müsste halt alles verkaufen. Ja. Inklusive den versprochenen Erbe meines Opas. Ja. Und ja, und seitdem knieselt und sie hat das Geld so großzügig aus dem Fenster geschmissen. Die Oma? Ja, genau. Aber das hört sich so nach Kleinkram an. War das sehr wertvoll, diese Gegenstände, von denen du gerade gesprochen hast? Also das war jetzt eine Orgel, eine Heimorgel. Ja, so eine elektronische. Oh Gott, das hat doch keinen großen Wert, oder? Ach doch, eigentlich wohl, weil die war auch schon länger halt im Besitz der Familie. Mhm. Und wie gesagt, es ist nicht nur die Orgel, es waren auch so ein paar andere Gegenstände, die mir, wenn ich halt mal da, wir waren ja jede Woche da zu Besuch halt, mhm. und die mir dann halt auch irgendwie ans Herz gewachsen sind und sowas, so kleinere Sachen und so. Lass uns doch mal über einen geschätzten Wert reden, was das Zeug gekostet hätte oder wert war. Mhm. Sag mal so ungefähr. Ja, die Orgel, die war eigentlich das Wertvollste eigentlich, weil, wie gesagt, die war auch ziemlich alt. Ja, sag mal eine Zahl, damit. Ja, ich schätze einfach mal so 15.000 Mark war das mal. Ach doch schon so viel. Mhm. Doch schon so viel, ja. Also sagen wir mit allem drum und dran, mal grob 25.000 Mark oder so, 30.000, mit allem drum und dran. Ja, da könnte man gut, ja. Darüber reden wir so. Ja, das hat die Oma
verkauft und das Geld verschleudert, deiner Auffassung nach. Und dadurch und seitdem ist irgendwie Spannung in der Familie angesagt. Ja, absolut. Und hochgradig. Also hochgradig. Da meldet sich eigentlich keiner mehr bei der, außer meine älteste Schwester. Und du hast auch keinen Kontakt mehr zur Oma? Nein, absolut nicht. Nee, weil du es auch, du und deine Eltern gemein, ihr findet das gemein, dass sie das gemacht hat, obwohl du es eigentlich hättest haben sollen. Ja, gut, da kamen später auch noch andere Faktoren zu, aber die passen ja nicht zum Thema. Hatte der Opa das denn immer wieder mal so klar gesagt, das soll hier der Giancarlo haben, wenn er mal, wenn Giancarlo. Giancarlo, genau. Wenn's mal passiert, war das so klar ausgedrückt? Ja, sicher. Ich meine, der hat oft gesagt, auch in Gegenwart meiner Eltern und meiner Opa natürlich von wegen, wenn ich mal nicht mehr sein sollte halt, ne, weil dann kannst du die haben, die schenkst du dir dann, ne, und weil immer wenn wir da waren, habe ich auch halt auch so ein bisschen drauf geklimpert etc. und so. Ne. So, jetzt kann man natürlich folgendermaßen denken, ist blöd gelaufen. Ja. Aber ist es das wert, dass dadurch so ein großer Streit und Krach entfacht ist, der jetzt so lange Zeit, Ende der 80er Jahre bis jetzt währt, wäre nicht die Zeit, dass man sagt, okay, komm, Oma, schwamm drüber, es sind nur ein paar 10.000 D-Mark gewesen. Nee, eigentlich nicht, weil es kommt ja auch doch darauf an, wie sie das Geld halt ausgegeben hat. Nämlich, wie hat sie es ausgegeben? Und zwar, ich habe einen älteren Neffen. Der ist rund 8 Jahre älter als ich. Ja. Und der war dann halt so auch so in der Zeit so von wegen, ja, Führerscheine etc. und so. Ja, und dann, ja, mit denen hat es eigentlich dann angefangen. So nach einer Zeit dann erst ein Roller und... Achso, ihm hat sie das denn zukommen lassen, das Geld? Der hat ihn alles zukommen lassen. Achso. Also, der hat auch später, wo Autoführerschein hatte, dann BMW-Schrott gefahren und dann hat Oma ihn natürlich sofort wieder einen neuen gekauft. Ja, und da hat sie so ihre ganze Kohle auf dem, War denn die Oma früher, als dein Opa noch gelebt hat, dir auch nicht so zugetan? Ja, kann ich schlecht beurteilen eigentlich, ne, wie gesagt, aber... Was sagen die Eltern? Die wissen das. Ja, so von meiner Mutter her, da hieß es eigentlich immer so von wegen, ja, sie könnte mich wohl ab, halt, ne. Sie könnte dich ab? Also ja, sie mochte dich? Ja, oder hat mich akzeptiert. Halt, ne? Na gut, hört sich auch nicht so doll an, hat mich akzeptiert. Also ja, war keine große Liebe, keine große Innigkeit da, keine Herzlichkeit. Nö, nee, eigentlich nicht. So, eigentlich nicht. Die größeren Wörter, die sie mal zu mir gesagt hat, geht auch draußen spielen oder sowas. So. Daran erinnere ich mich wohl. Ja, das ist nicht so toll alles. Ja, aber das ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, wie schlimm alles sich so etwas entwickeln kann, ne? Wenn falsch geerbt wird oder wenn Leute sich benachteiligt fühlen und wenn kein Testament gemacht worden ist oder wenn der letzte Wille nicht berücksichtigt wird und so weiter. Mhm. Ja? Mein Lieber, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch noch Dankeschön. Viel Erfolg. Ne? Danke, tschüss. Tschüss. So, neuer Versuch mit Dirk von gerade. Hallo Dirk. Hallo, grüß dich. Jetzt klingt es schon viel klarer. Ja, ich bin nicht auf den Balkon gekommen. Ja, das ist gut. Also. Ist. Ja, ich hatte wie gesagt jetzt vor 3, 3,5 Jahren einen Titel geerbt. Problem liegt einfach da drin, er macht mir nur Ärger. Jetzt musst du uns einfach mal erklären, was heißt Titel geerbt? Was heißt das? Ja, ich habe einen Adelstitel geerbt. Ach so, einen richtigen Adelstitel geerbt. Richtig, einen richtigen Adelstitel. Also zum Beispiel wie Herzog oder Graf. Ja, sowas nicht, ein Freiherr ist es. Ein Freiherr ist es. Na, aber immerhin, ist ja auch schon was. Nee, ich habe keine Ahnung. Freiherr ist in der Hierarchie so... Na, ist eher noch unten, ne, oder? Nee, schon mittleres Segment. Ist schon mittleres Segment. Ah ja. Zumal der Name auch noch was mit dem Kaiserhaus im Endeffekt zu tun hat. Ja. Und das Ganze ein bisschen da immer dann bei den Leuten so einen komischen Nachgeschmack hinterlässt, wo ich mich bewerbe zum Beispiel. Also wenn ich jetzt Freiherr Dirk zu dir sagen würde, wäre das auch ein bisschen seltsam, oder? Ja. Nein, das ist ja gekoppelt. Der Name sieht so eigentlich so aus, ich habe eigentlich meinen Nachnamen noch dazu. Ist klar. Meinen eigenen Namen, den Nachnamen. Ja, klar. Dann kommt dazu dann noch der Freiherr von, und ich möchte jetzt wie gesagt nicht sagen, welcher. Genau. Das ist. So, jetzt erklär uns doch mal, wie man sowas erben kann. Ja, mein Großvater ist an seinen Sohn vererben müssen. Jetzt war die Leitung wieder gestört. Was? Der Großvater? Der Vater hätte es an dem Sohn vererben müssen. Ja. Aber der hat ihn irgendwann mal ganz böse geärgert, hat dann gesagt, nö, du kannst dir das in die Haare schmieren und bla 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 und bläh und blub, ne, ich will dich nicht. Na,
dann hat mein Großvater drauf gehört und hat es den ältesten Enkel vermacht. Ach so, das heißt also, diesen Titel gab es schon in eurer Familie. Richtig. Das ist jetzt nicht einfach so vererbt worden von irgendjemandem. Das kann man glaube ich, auch gar nicht, ne? Nee. Ah ja, also der Vater musste darauf verzichten, dafür hast du ihn jetzt bekommen. Also wie gesagt, mein Großvater hat es dem Onkel, der hat halt verzichtet, der hat ihm das irgendwann ganz deutlich gesagt auch. Ja. Ja, und dann hat, damit der Titel halt nicht unterging, haben sie gesagt, okay, geben wir dann den ältesten Enkel weiter. Ja. Jetzt sagst du, der macht mir eigentlich mehr Probleme als das. Ja, ich habe ihn mal beworben. Ja. War auch alles soweit klar. Der wollte nur noch meinen Ausweis, meine Papiere haben, meinen Führerschein, um auch dann das alles in den Unterlagen zu haben. Mhm. Und dann guckt er auf einmal auf den Ausweis, sagt, Sie müssen es aber nötig haben, Sie stelle ich nicht ein. Ach. Ehrlich, wie war der denn drauf? Also, das ist nicht nur einmal passiert, das ist ein paar Mal passiert. Also die Leute meinen, dass du damit protzen willst oder? Ja, so nach der Form. Aber ist das jetzt in deinem Personalausweis eingetragen? Das stand bis jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen drin. Ich habe es jetzt rausnehmen lassen. Du hast es rausnehmen lassen. Aus dem Grunde, weil es dir eigentlich Komplikationen bereitet letztendlich. Richtig. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da doch immer noch Eindruck mitschinden kann. Wenn man sagt, mein Name ist so und so, Herr von und zu, frei, Herr so und so. Ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf die PR-Schiene rutschen würde und würde sagen, ich möchte jetzt hier ähnlich wie Prinz Erst August und so weiter ständig in den Medien sein, ne? Mhm. Da brauchte ich den Namen vollkommen zu nennen, das wäre dann genug. Ja. Das war der Grund, weswegen ich es diesmal nicht tue. Aber wieso hast du denn das dann überhaupt so gesagt, dass du so heißt? Es hätte doch ausgereicht, wenn es in deinem Pass steht, aber nee, du musst... Das war ja, die wollen meistens den Ausweis haben, mhm, zum Kopieren halt für die Unterlagen, weil ich nicht immer für Fahrerjobs bewerbe. Ja gut, es könnte ja im Ausweis sein, aber du hättest ja nicht darauf bestehen müssen, dass du auch so angesprochen wirst. Nein, habe ich ja nicht mal. Die sehen nur den Ausweis und das reicht schon. Ja, das ist aber auch ein bisschen kleinkariert, ne? Weil es ein dermaßen bekannter Name ist. Ja. Und da legen die doch schon, sagen die dann, der müsste eigentlich irgendwie Geld haben. Ach so. Das habe ich gar nicht geerbt. Ich habe kein Geld, weder Geld noch Haus noch sonst was geerbt. Das wollte ich jetzt mal fragen, ob mit dem Erben des Titels auch Kohle verbunden war. Nee, gar nichts. Leider nicht. Also nur... Irgendwann mal irgendeiner meine Uhr an, hat das mal versaubeutelt. Ja, also es war dann nur der Titel und für den kannst du dir im Prinzip nichts kaufen. Richtig. Mhm. Mhm. Jetzt hast du den wieder getilgt, nennen wir es mal so, aus dem Pass. Ich habe den einfach rausnehmen lassen, in der Hoffnung, dass ich jetzt einen Job finde. Ja, das ist ja schon sehr absurd. Das waren Jobs, so eher, wie du sagst gerade, Fahrerjobs oder sowas. Kurierjob. Mhm. Und da ist das nicht so angesagt. Wärst du jetzt, würdest du dich beispielsweise bei einer Bank bewerben? Könnte es vielleicht besser sein. Im Management einer Bank, könnte ich mir vorstellen. Also eher so in so konservativen Bereichen, dass die Leute sagen würden, na, nicht schlecht, ne? Obwohl, ich bin eigentlich vom Beruf her gelernter Kaufmann und da habe ich auch schon gemerkt, da gibt es immer wieder Ärger. Ja. Deswegen habe ich, wie gesagt, vor 2 Wochen habe ich es rausnehmen lassen. Ja. Wie lange hast du ihn dann getragen, in Anführungszeichen, den Titel oder den Namen? Ja, jetzt fast 3,5 Jahre. Mhm. Aber du hast so im normalen Leben... Ich trage ihn immer noch. Ich habe ihn auch noch. Ich habe auch noch die Urkunden dazu. Ja. Nur halt das Problem ist einfach, dass es da immer wieder zu Irritationen kommt, wenn man sich irgendwo bewirbt. Und irgendwo kommt das dann raus, dann gucken die einen schräg an. Ja, aber du lässt dich oder hast dich so im normalen Leben auch nicht so ansprechen lassen, hast du gerade gesagt. Nee, mhm. Beim besten Willen nicht. Mhm. Also, das ist interessant, das hätte ich nicht gedacht, weil ich doch geglaubt hätte, dass man mit Adelstiteln immer noch eine Nummer reißen kann. Das mögen zwar Leute wie Prinz von Anhalt und so weiter machen, nicht? Aber ja. Ich habe da irgendwie von klein auf gelernt, mit umzugehen. Ja. Und habe da gesagt, nee, danke. Ein Freiherr, wie spricht man den eigentlich an? Also die ganz Hohen spricht man dann mit euer Durchlaucht oder irgend sowas an. Wie ist das beim Freiherr, weißt du das? Ja, das weiß ich jetzt leider auch nicht mehr, weil das habe ich gar nicht mehr so miterlebt. Vielleicht ist das da auch einfach, dass man nur einfach Herr sagt oder den Titel einfach nur so sagt. Richtig. Kann ja sein. Ja. Heute ist es eigentlich so, dass man mit dem Titel, wenn er komplett genommen genannt wird, dann sagt man eigentlich im Vornamen und dann Freier von... Ja. So und so. Also das war Dirk, ein echter Freiherr von so und so, wahrscheinlich ein super bekannter Name, wenn du ihn jetzt sagen würdest, der aber freiwillig darauf verzichtet und ihn aus seinem Personalausweis hat rausnehmen lassen, weil ihm das zu viel Komplikationen bereitet. Und ich möchte halt, wie gesagt, den Tipp jedem geben, der irgendwie auch nur in der Richtung einen Job suchen sollte und so einen Titel drin hat, dass er da vielleicht auch drauf verzichten sollte. Ja. Könnte immer zu irgendwelchen Irritationen kommen. Ist ja schon verrückt. Verrückte Welt. Alles Gute, Dirk. Okay. Tschüss. Bis dann, Domian. Ja, tschüss. Tschüss.
Monika, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Monika. Ja, und zwar geht es darum, ich wollte nur jeden empfehlen, der jemanden was vererben will, er soll es zur Lebzeit machen, weil ich habe das Problem, ich kann jetzt erben und im Grunde fällt das Erbe weg, weil das Sozialamt sich das alles eingreift. Erzähl mal den Hintergrund. Also es ist so, ich bin zurzeit im Erziehungsurlaub, mhm, und bin alleinerziehend und dadurch bekomme ich Sozialhilfe. Ja. Und meine Großtante ist jetzt gestorben. Also meine Großonkel und meine Großtante haben zusammen ein Testament geschrieben. Mhm. Und meine Tante ist jetzt im März gestorben. Und jetzt habe ich vom Nachlassgericht Post bekommen, dass ich im Testament mit drinne stehe. Ja. Und es läuft so ab, wenn ich das Geld bekomme, dann rechnet mir das Sozialamt das Geld an und, ja, rechnet aus, wie lange ich von dem Geld zu leben, ach, habe. Wie viel Geld ist es denn? Es ist nicht so viel. Es geht um, ja, zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Ja. Das heißt, ja, für dich ist es im Prinzip gar nichts gewonnen dadurch. Ich habe gar nichts gewonnen. Im Grunde, ich darf noch nicht mal, ich habe dann auch gefragt, weil ich bei der Bank auch Schulden habe, ob sie mir wenigstens die Schulden, dass ich die davon bezahlen, mhm, kann. Und da wurde mir gesagt, als Sozialhilfeempfänger muss man keine Schulden bezahlen. Mhm. Also ich finde es schon ein bisschen krass, dass man von dem Geld gar nichts hat. Wirklich? Das heißt, wenn dir die Verwandten das Geld früher geschenkt hätten, ja, gegeben hätten, dann wäre es für dich alles viel besser gewesen. Oder, wie gesagt, man kann es sich nicht aussuchen, aber wenn meine Tante zum Beispiel jetzt ein Jahr länger gelebt hätte, ja, dann wäre es auch kein Problem gewesen. Dann wäre ich wieder an Arbeit gewesen, ja, der Erziehungsurlaub wäre vorbei gewesen, ja, und ich hätte das Geld haben können und frei verfügen können. Ja, aber du wusstest ja nichts davon, dass du in dem Testament berücksichtigt wirst. Also sagen wir mal so, ich wusste, als mein Onkel gestorben ist, dass es dieses Testament gibt. Mhm. Und ich wusste aber nur nicht genau, ob meine Tante das Testament weitergegeben hat, so wie es geschrieben wurde, mhm, oder ob sie es verändert hat. Mhm. Ja, und ich dachte, okay, dann schlage ich ihm das Geld aus, damit Vater Staat das Geld nicht kriegt, sondern die liebe Verwandtschaft, ja, die sich ja sowieso immer streiten. Ja. Und als das Testament geschrieben wurde, war an meinen Sohn natürlich überhaupt noch nicht zu denken. Und wenn ich es jetzt ausschlage, dann würde dann mein Sohn das Geld erben. Und da mein Sohn aber auch Sozialhilfeempfänger ist, ist er verpflichtet, mir den Unterhalt zu geben. Also völlig verwickelt alles, ne? Also es ist so, ich wollte es ausschlagen, er würde es bekommen. Da müsste ich einen Antrag beim Vormundschaftsgericht stellen, weil ich alleinerziehend bin. Ja. Und dann heißt es aber zum Wohle des Kindes, weil es ein Guthaben ist, kann ich es nicht ausschlagen. Wie alt ist dein Sohn? Der ist heute gerade 2 geworden. Und der ist auch Sozialhilfeempfänger? Ja, durch mich natürlich, ist ja klar. Und kann man das nicht irgendwie so machen, dass das irgendwie auf ein Konto kommt, bis er mal nicht mehr Sozialhilfeempfänger das ist? Das habe ich auch gedacht und das geht aber nicht, weil das Geld ist ja nicht fest angelegt von meiner Tante. Es ist auf ein normales Sparbuch, das heißt, es ist flüssiges, ja, Geld. Ja. Und das würde mir zustehen, also ich würde das bekommen und ich kann aber nicht dieses Geld nehmen und für mein Kind fest anlegen. Also im Klartext... Weil es darf sich als Sozialhilfeempfänger nichts vermehren. Mhm. Im Klartext heißt das jetzt, da ist Geld, ja, von dem wirst du jetzt eine Weile leben. Genau. Aber dafür kriegst du wiederum keine Sozialhilfe. Genau. Für dich bleibt alles beim Alten. Ja. Ne? So kann man sagen. Also deswegen kann ich nur jeden empfehlen, also wenn er jemandem was Gutes tun will, zu Lebzeiten. Es im Prinzip schenken, ne? Und, ja, überreichen. Und es nicht so regeln, wie es jetzt bei dir in dem Fall passiert ist. Ja, das ist eben ärgerlich, weil ich meine, als Sozialhilfeempfänger hast du wirklich nicht so viel Geld. Ja, ja, ja. Wie die Leute immer denken und man wird ja mal als Sozialschmarotzer behandelt. Also diese Schenkung vorher, glaube ich auch, dass das sicher eine gute Sache ist. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man vielleicht im Verwandten- oder Freundeskreis jemanden hat, der es sehr nötig hat und man ihm zu Lebzeiten noch eine Freude machen kann, dann kriegt man das ja auch noch mit, ne? Wie der andere sich freut. Ist ja noch schöner. Da war meine Tante aber auch ein bisschen geizig. Also, na gut, wenn das dazu kommt, dann ist es natürlich heikel. Ja, also auch eine interessante Information noch von dir. Und du bist jetzt plus minus null, kommst du da raus, ne? Ich habe gar nichts davon. Ja. Es ist einfach ärgerlich. Und gerade, ich meine, gut, gerade wenn man Sozialhilfeempfänger ist, wenn man ein paar Mark mehr hat, ja, ist klar, das schön. Ja, klar. Ja, und wenn man ein Kind hat, ich meine, ich will es ja auch nicht nur für mich ausgeben, wenn, dann hätte ich es auch gut, sicher, angelegt. Ja. Monika, alles Gute wünsche ich dir. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Jutta, 56 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Jutta. Hallo, ja, Domian. Da ist sie. Ich freue mich, dich endlich mal an der Strippe zu haben und ich möchte dich erstmal gratulieren zu deinem riesengroßen Preis. Dankeschön, vielen Dank. Ich freue mich, dass du da bist. Nur haben wir nicht mehr so super viel Zeit. Lass uns die Zeit nutzen, ja, und reden. Ja, also ich möchte nur ganz was Positives erzählen. Ja. Also ich bin eine Stiefschwester und mein Vater ist vor 5 Jahren gestorben, mhm, und hat also für uns, also für meinen Bruder und für mich ein beachtliches
Geld hinterlassen, was wir nie gewusst haben. Sag mal, so grob. Also 280.000 Mark. 280.000 also D-Mark. D-Mark, ja. Ja. Auch eine gute Summe. Und ich konnte an dem Tag, wo der Vater gestorben ist, nicht kommen, weil ich beruflich das nicht vereinbaren konnte. Und ich bin erst 4 Tage später gekommen, also am Montag. Und am Dienstag wurde der Vater beerdigt. Und dann ging mein Bruder mit mir in sein Wohnzimmer und sagte zu mir, Jutta, ich habe selber nicht gewusst, wie viel Geld der Vater hinterlassen hat. Mhm. Aber das teilen wir ehrlich. Mhm. Obwohl ich nur die Stiefschwester bin. Ah, ja. Und mein Vater hatte mich niemals in das Erbe beeinträchtigt. Also berücksichtigt. Er hätte gar nicht gewollt, dass du das... Er hat das gar nicht gewollt, dass ich das krieg. Aber der Bruder hat jetzt gesagt, komm, Jutta, wir machen, wir teilen. Ja. Das ist aber toll, ne? Das war gigantisch. Das hat man aber auch sehr selten, ne? Ja. Mann. Das heißt, wir lieben uns heute noch. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ein gutes Verhältnis miteinander habt. Unbedingt. Mhm. Von klein auf an. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, weil die meisten sich ja doch dann am Geld entzweien. Die engsten Vertrauten, die Freunde oder Verwandte, wenn es ums Geld geht, dann schlagen sich die Köpfe ein. Und wenn der so sagt, hier, das teilen wir uns, er hätte sicher auch die ganze Summe gerne gehabt. Ja, da war meine Schwägerin natürlich nicht mit einverstanden. Mhm. Aber mein Bruder hat sich über alles hinweggesetzt und hat gesagt, du bist meine Schwester und egal wie, da ist es. Super. Und das teilen wir. Das ist wirklich toll. Was hast du mit dem Geld gemacht? Oh, ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft. Ja, das ist gut angelegt. Das ist gut angelegt. Ja. Ja. Hatte er denn eigentlich, der Stiefvater, das Geld einfach so auf einem Sparkonto? Ja, auf 5 Konten. Auf 5 Konten. Und keiner hat's gedacht, dass er so viel gespart hat. Keiner hat's gewusst. Nicht mal meine Mutter. Keiner hat's gewusst. Hat er denn, war er so ein Sparsamer? Oder? Ja, ganz sparsamer. Und was hat er vom Beruf gemacht? Er war auf der Howaldswerft als Maschinist angestellt. Also kein großes Gehalt gehabt? Nein, nie. Aber er hat das alles sich so gespart und nur für seine Kinder eigentlich, ja, denke ich mal, zum Schluss. Ja. Ja, obwohl ich ja nie sein eigenes Kind war. Jutta, ich danke für den Anruf, für die schöne Geschichte am Ende. Das ist wirklich eine sehr, sehr erfreuliche und auch optimistische Geschichte gewesen. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich muss das noch erzählen. Alles Gute von Herzen. Danke, tschüss. Tobi. Alles Gute für dich. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss. In der Technik Gundel Blondin und Jens Diegel. Und morgen haben wir auch wieder ein Thema. Morgen heißt das Thema, mein Freund, mein Partner, meine Freundin ist Ausländer oder Ausländerin. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Mein Partner ist Ausländer. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Um 1 beginnt die Sendung wieder im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen mit dem Thema, zu dem Thema, mein Freund, mein Partner ist Ausländer. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.